Herzlich willkommen zum erneuten DentalAccess Webinar, wo wir heute haben zum Thema TriShave Dental System 2020 und was ist neu im Update von dem Jahr. Wiederum wird es mit dem Andreas Höfelsauer von TriShave Deutschland stattfinden. Er wird nachher gerade übernehmen, ist jetzt da gerade mit dem Video eingeblendet. Genau, dann wird er sich selber nachher gerade vorstellen. Wir werden darauf eingehen, was eben neu ist, welche Features das neu sind im Dental System 2020 und zum Schluss wieder auf Fragen und Antworten eingehen, wo man dann unten einfach kann in den Chat hineinschreiben. Dann würde ich gerade weitergeben an Andi. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Zunächst einmal darf ich mich vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Andreas Höbesauer. Ich bin Trainings- und Application-Spezialist bei der Firma TriShape Germany für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig. Selber gelernter Zahnreinigermeister, war über 15 Jahre selber im Labor tätig, bevor ich dann in die Industrie gewechselt bin. Meine ersten Berührungspunkte mit CAD war schon in der Lehrzeit, von dem her hatte ich das Glück, digital in der Zahntechnik aufzuwachsen. So, soweit zu meiner Person. Dann kommen wir doch direkt auf das Thema Dental System 2020. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr gelungenes Update mit wirklich tollen Neuigkeiten drinnen. Es sind so viele Neuigkeiten, dass ich dieses Mal darauf verzichte, eine Live-Demonstration durchzuführen, weil ich möchte natürlich so viele Neuigkeiten wie möglich zeigen. Daher alles in der PowerPoint-Präsentation. Ich werde Ihnen aber im Anschluss auch noch zeigen, wie Sie sich die ganzen Workflows anschauen können. Zunächst einmal ist es natürlich so im Dental System, dass wir eigentlich bereits alle Indikationen integriert haben. Es gibt keine zahndienliche Indikation mehr, die Sie nicht digital lösen können. Es kommt nur noch darauf an, was ist Ihr Bedarf? Was möchten Sie, wenn Sie im Labor digital fertigen? Die meisten von Ihnen werden unsere Dental System Pakete kennen. Das Ganze fängt an mit Dental System Crown and Bridge, hier ganz auf der linken Seite zu sehen. Das Ganze erweitert sich dann mit Dental System Premium, welches natürlich die meisten haben. Dann gibt es auch noch spezielle Dental System Varianten, wenn Sie sich beispielsweise rein auf herausnehmbaren Zahnersatz spezialisiert haben, um hier auch das Angebot klein zu halten. Und zusätzlich immer diese ganzen Add-on-Module. Sie sehen schon, Sie sehen hier alle Indikationen, die man so abfangen kann, plus zusätzlich noch kieferorthopädische Software, wie zum Beispiel Clear Aligners, um Zahnkorrekturschienen selber herzustellen, als auch die Bohrschablone und Bracket Placement Schienen. Warum zeige ich Ihnen das alles? Je nachdem, für welches Paket Sie sich entscheiden, haben Sie natürlich dann auch entsprechend Zugriffe auf die einzelnen Module. Und neu, seit einem guten Jahr bieten wir auch Dental System Complete Restorativ an. Complete Restorativ heißt, dass in dem Paket alle Add-on-Module bereits integriert sind, welche mit Restaurationen zu tun haben. Das heißt, Themen wie Ortho, Clear Aligner oder Implant Studio sind natürlich nicht dabei, weil es keine Restaurationen sind. Aber Model Builder in allen Varianten zum Beispiel ist bereits integriert. Hier sehen Sie auch die ganzen Module nochmal aufgelistet. Der Vorteil für Sie ist ganz klar auf der Hand. Sie machen sich keine Gedanken mehr, habe ich das entsprechende Add-on-Modul, um die Arbeit umsetzen zu können, oder habe ich doch genügend Cut-Points? Sind dann die Zwischenspeicherungen erfolgt, ja, ja oder nein, sondern Sie haben einfach alles auf dem System, können alles anbieten und es lohnt sich auch finanziell für Sie, da hier der Paketpreis sehr, sehr attraktiv ist gegenüber den Einzelpreisen. So viel zum Thema Pakete. Sie sehen schon jetzt auch bei den Neuheiten, dass wir natürlich sehr viel im Detail arbeiten, weil wir keine neuen Indikationen brauchen. Und wenn wir Dental Systems updaten, begutachten wir natürlich auch unseren Scanner. Wo sind hier noch Verbesserungspotenziale? Was können wir hier noch verbessern? Und zeitgleich mit Dental System 2020 kommt natürlich auch das Update für den Scanner. Hier sieht es so aus, dass wir nochmal die Post-Processing-Zeit, sprich die Nachberechnung nach dem Scan-Prozess, bis zu 25% beschleunigen konnten.
Das heißt, dass die Nachberechnung 25% nochmal schneller ist, als es bis jetzt halt unter Dental System 2019 ist. Das betrifft alle Scanner, die von Dental System 2020 unterstützt werden. Auch hier versuchen wir natürlich immer auch, möglichst weit nach hinten die Scanner mitzunehmen. Bis zu, warum sagen wir bis zu 25%? Das Ganze liegt natürlich auch daran, wie Ihre Hardware vom PC aufgebaut ist. Sprich, wie hier die Hardwareleistung vom PC ist, insbesondere die CPU der Grafikkarte. So, und dann kommen wir aber direkt einmal rein ins in Cut-Design. Fangen wir mal mit kleineren Themen an. Beispielsweise haben Sie jetzt die Möglichkeiten, Sie kennen es alle, dass Sie im Auftragsblatt schon eine Vorpräparation oder einen Situationsscan mit dazuladen und dann morphen Sie quasi Ihr Kronendesign, Ihr finales Kronendesign direkt in die Vorpräparation rein. Manchmal ist es aber auch so, dass Sie im Vorfeld beispielsweise ein digitales Wax-Up stattfinden lassen haben, sprich ein Kronendesign haben, aber das Kronendesign nicht passend auf dem endgültigen Präparationsmodell designt ist. Da haben Sie jetzt die Möglichkeit, das Design zu übernehmen und auf das finale Modell drauf morphen zu lassen. Sprich alles, was das Thema digitales Wax-Up angeht und dann die Umsetzung auf der finalen Arbeitsgrundlage, auf dem präparierten Modell, auf den geschliffenen Veneers, wie auch immer, können Sie jetzt ganz einfach 1:1 übertragen, indem dass Sie das Design vom digitalen Wax-Up direkt auf das Präparationsmodell draufschrumpfen lassen. Auch wenn wir schon beim Thema digitalen Wax-Up sind, ist jetzt die Möglichkeit, hoppala, ja. So, einmal zu stark an die Maus rangekommen. Hier sind wir wieder zurück. Haben wir jetzt halt auch die Möglichkeit, wie hier auf der rechten Seite dargestellt. Beispielsweise, Sie haben einen Trio-Scan erhalten. Sie sollten ein digitales Mockup mal herstellen. Über die komplette Front, wie hier dargestellt ist, können wir das Ganze direkt im Designprozess einmal rausspeichern und das Ganze mit dem, sprich unser Design mit dem Kiefer-Scan verschmelzen lassen, sodass wir hier direkt ein digitales Modell erstellen können. Genauso ist es dann, dass wir hier, wenn die Arbeit final umgesetzt werden müssen, auf dem bestehenden Auftrag einfach nur den Präparationsmodell oder das finale Modell mit dazuladen und das ganze Design auf die finale Versorgung oder auf den finalen Scan drauf morphen lassen. Also ein sehr, sehr vereinfachtes Tool, um hier auch in der digitalen Vorbereitung das Ganze für die finale Versorgung umzusetzen. Dann ein weiteres kleineres Thema, was in der Vergangenheit sehr, sehr oft nachgefragt worden ist. Viele von Ihnen haben ja mittlerweile eine sehr, sehr lange Materialliste für alle möglichen unterschiedlichen Zirkonarten beispielsweise. Das ist natürlich hier und da manchmal ziemlich unübersichtlich im Dental System, dann das passende Material für die jeweilige Indikation zu finden. Jetzt in Dental System 2020 haben Sie die Möglichkeit, sich Favoriten zu setzen mit diesem Sternchen, wie Sie es hier sehen auf der rechten Seite. Wählen Sie einmal zur Integration, beispielsweise wenn Sie eine voll anatomische Einzelkrone angeben in dem Material IMEX beispielsweise oder in einem hochtransluzenten Zirkon. Und das machen Sie eigentlich zu 90% oder überwiegend, nehmen Sie da immer dasselbe Material her. Dann können Sie hier aus der Materialliste einmal das entsprechende Material auswählen, einmal auf das Sternchen draufklicken, sprich als Favorit, sich hinterlegen. Und dann werden Sie sehen, wenn Sie das nächste Mal das Auftragsblatt öffnen, die Indikation auswählen, haben Sie das entsprechende Material ganz oben direkt aufgelistet, sodass Sie das nicht nochmal suchen müssen. So, dann ist es natürlich oft so, auch nochmal eine kleinere Integration, dass wenn Sie einen neuen Mitarbeiter haben oder eine neue Indikation angehen, dass Sie hier nicht so hundertprozentig Bescheid wissen, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich im Dental System. Daher haben wir eine Verknüpfung erstellt zwischen Dental System 2020 und unserem YouTube-Channel. Und zwar sehen Sie das an dem kleinen Symbol hier drauf, so ein kleiner Play-Button. Sprich, wenn Sie in der Indikation drinnen sind, nicht mehr weiter wissen, wie funktioniert der Schritt nochmal genau, drücken Sie einfach nur auf den Play-Button drauf und Sie sehen direkt ein Video dargestellt, wie dieser einzelne Schritt entsprechend funktioniert. Auch nochmal eine sehr, sehr schöne Hilfestellung.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt auch schon, ein etwas umfangreicheres Update. All-in-One-Portalbrücken-Workflow. Sprich, es kam ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder die Nachfrage, wie sieht das aus mit Portalbrücken, mit Gingivert-Anteil und dann entweder 14 vollanatomische Anatomien drauf oder auch Stümpfe generieren und da dann entsprechend Design drauf gestalten. Das ging in der Vergangenheit auch, überhaupt keine Frage, aber sehr, sehr aufwendig und komplex. Jetzt ist es so, dass Sie im Auftragsblatt hergehen und sagen, einmal eine Implantatbrücke gestalten und zwar mit vollanatomischen Pontics und entsprechenden screw-retained Kronen, sprich oktosal verschraubten Kronen. Design das Ganze komplett vollanatomisch durch und kommen dann im vorletzten Schritt in eine neue Funktion rein, in der Sie dann aus dem vollanatomischen Design entsprechend Stümpfe generieren können. Und zwar Stümpfe ganz nach ihren Vorlieben. Egal, ob das jetzt voll anatomisch reduziert ist, wie hier auf dem Beispiel dargestellt, oder beispielsweise nur vestibulär reduziert, komplett nach ihren Wünschen, so wie sie sich das vorstellen. Und jetzt ist das Schöne, wir haben ja einmal voll anatomisch Design. Und das voll anatomische Design möchten wir eventuell hernehmen, um hier dann auch direkt die Einzelkronen drauf designen zu lassen. Wie funktioniert das Ganze jetzt in Dental System 2020? Sie lassen das Design stattfinden, wie hier auf der rechten Seite dargestellt. Auch das Gingiver-Tool ist nochmal überarbeitet worden. Sie müssen die Gingiver-Anteile nicht komplett händisch aufdicken und entsprechend andesignen, sondern es legt sich automatisch an den einzelnen Präparationsgrenzen an, sodass Sie hier nur noch ganz minimal die Gingiver ausbessern müssen. Schließen den Auftrag ab. Machen Kopie von dem Auftrag, ändern das bestehende Auftragsblatt einfach von der Implantatbrücke zu 14 Einzelkronen ab und lassen es drüber laufen. Die Software übernimmt alle Informationen, sodass Sie eigentlich nur noch weiter klicken müssen und haben dann Ihre Implantatbrücke mit den, falls gewünscht, mit den 14 vollanatomischen Einzelkronen. Hier sehen Sie auch schon genau die Verbesserungen, die stattgefunden haben. Sprich, Dedikation war grundsätzlich ja schon in Dental System vorhanden, war nur sehr, sehr aufwendig und relativ umständlich. Und dieser ganze Weg wurde jetzt automatisiert und entsprechend vereinfacht. Ab zum nächsten Thema. Smile Design, eine sehr, sehr beliebte Indikation. Hier haben Sie auch wieder kleinere Themen abgeändert. Sie sehen es hier schon auf der ganz linken Seite. Zunächst einmal fängt schon an bei der Auftragsanlage. Sie müssen jetzt nicht im Auftragsblatt, Sie kannten das bisher, dass Sie einmal Smile Design anwählen und dann auf der rechten Seite unter Kommentare das Bild mit eingefügt haben. Müssen Sie jetzt so nicht mehr machen. Sie geben einfach nur im Auftragsblatt einmal Smile Design an, gehen direkt einen Schritt weiter. Und hier können Sie dann Ihre Fotos einladen. Sprich, nicht mehr nur noch das Bild mit dem lachenden Patienten und gegebenenfalls noch Wangenhalter, sondern Sie laden ein Hauptbild ein, wie hier mittig dargestellt, der lachende Patient. Daneben, links daneben können Sie dann nochmal zum Beispiel den Patienten mit dem Wangenhalter Aufnahme mit dazu laden. Und Sie können aber auch noch sämtliche Profilbilder mit dazu nehmen, sodass Sie alle Informationen an einem Fleck entsprechend untergebracht haben. Dann geht es weiter. Der nächste Schritt ist ja immer im Smile Design, dass wir einmal die Aufnahme ausrichten. Das heißt einmal Bipupulallinie, Nasenflügel, Mundwinkel entsprechend angeben. Diese Angaben finden jetzt halt erstmal automatisch statt. Sprich die Software selektiert das erstmal vor und wir müssten das nur noch ganz minimal korrigieren. So sparen wir wieder Zeit und kommen schneller in den nächsten Arbeitsschritt. Auch in der nächsten, bei der Auswahl der entsprechenden Smile Library hat sich hier einfach die Auswahl nochmal erleichtert. Wir müssen jetzt nicht mehr jede einzelne Smile Library anwählen, um die reinladen zu lassen, sondern wir können das einfach, indem dass wir durch die Liste mit der Maus durchscrollen und sagen wir, direkt einmal eine Vorschau ansehen, sodass wir nochmal schneller werden in der Auswahl der korrekten Zahnbibliothek. Und wenn wir die dann ausgewählt haben, geht es dann ganz klassisch weiter, die einzelnen Schritte, wie Sie es kennen.
So, das ist das klassische Smile Design, aber auch dieses ganze Thema entwickelt sich wahnsinnig weiter. Und da möchte ich Ihnen zwei Neuheiten zeigen. Einmal in Zusammenarbeit mit der Firma EvoClar haben wir die neue Evo Smile integriert. Wie stellt sich das Ganze dar? Sprich, vom Patienten wird mittels einem iPad ein Foto aufgenommen. Und zwar macht es der Patient eigentlich selber und schaut sich im iPad genauso an, wie er sich im Spiegel anschauen würde. Sprich, nicht nur statisch einmal von frontal, sondern bewegt seinen Kopf auch einmal nach rechts, einmal nach links, so wie, wie der Patient sich halt im Spiegel auch anschaut und die Zähne anschaut. Von dem Ganzen wird eine Aufnahme generiert und innerhalb der App kann schon jetzt eine Smile-Library angelegt werden. Man kann sich das, ist ein bisschen schwer in der Theorie zu erklären, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass am Ende des Tages der Patient sich innerhalb dieser App schon mit dem neuen Designvorschlag ansehen kann, direkt beim ersten Termin und wirklich den Kopf auch bewegen kann und er sieht sich selber live mit seinem neuen Zahndesign. Dieser Vorschlag wird dann auch in der Zahnarztpraxis erarbeitet und wird dann zu Ihnen ans Labor geschickt. Im Labor können wir jetzt diesen Vorschlag, der hier generiert worden ist, einmal auf dem tatsächlichen Kiefermodell umsetzen. Wie hier jetzt bei einer Review-Aufnahme, aber auch hier im Dental System können Sie dann den Patientenkopf so bewegen lassen. Sie sehen quasi genau dasselbe, was der Patient sieht. Nur, dass Sie noch dazu den Vorteil haben und das natürlich auch die tatsächliche Gegebenheit matchen. Sprich, eventuell müssen Sie es hier oder da korrigieren, dass es wirklich auch in die Mundsituation passt. Und sobald Sie das Ganze fertig designt haben, können Sie da einen Behandler nochmal ein Update schicken. Und dann kann sich wieder der Patient im iPad einmal anschauen, den Kopf ganz normal bewegen mit dem tatsächlichen finalen Design. Das dann entsprechend bestätigen und dann können Sie entsprechend das Ganze in der Produktion umsetzen. Das Ganze, wenn Sie das umsetzen möchten, ist ein separates Add-on-Modul. Ist nicht integriert in Complete Restorative. Das ist die eine Möglichkeit. Eine Alternative dazu wäre noch mit einem 3D-Face-Scan zu arbeiten. Die meisten von Ihnen werden die Bellus 3D-App kennen. Wer es noch nicht kennt, Bellus 3D ist eine App, für vorrangig fürs iPhone entwickelt, vor allem aber auch fürs iPhone 10 oder neuerer, sprich alle iPhones, die mit einer Face-ID arbeiten. Und mit dieser App kann ich entsprechend 3D-Face-Scans stattfinden lassen. Das Ganze funktioniert auch auf dem iPad Pro 18 oder 20. So. Und das Ganze wurde jetzt einmal weiterentwickelt und jetzt gibt es nochmal zusätzlich die Bellus 3D Dental Pro App. Die können Sie sich kostenlos im App Store runterladen. Das Ganze, die Dental Bellus 3D Pro App, gibt es auch nur im Apple Store. Gibt es nicht im Google Play Store derzeit. So, dann schauen wir uns einmal an, wie der Workflow aussehen würde. Das Ganze sieht nämlich so aus, dass Sie in der Bellus 3D Dental Pro App Ihren eigenen Communicate-Account hinterlegen. Dann machen Sie ganz klassisch 3D-Face-Scan von dem Patienten und können jetzt zu dem Face-Scan entsprechend über die Communicate-App oder über die App dann hier über Communicate die Daten, die Gebissdaten Daten dazu laden und automatisch innerhalb der App matchen lassen, sodass Sie Face-Scan samt Zähne korrekt zueinander platziert haben. Das Ganze können Sie auch nochmal innerhalb der App korrigieren, sodass Sie wirklich die Platzierung der Kieferscans im Gesichtsscan sicherstellen können. Zusätzlich können Sie sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich Ebenen dazu mit reinlegen, sprich Bipopularlinie beispielsweise oder Kampersche Ebene dazu zu legen, Mittellinie, alles so, was so relevant ist an Daten, können Sie sich nochmal mit dazu laden. Im Anschluss exportieren Sie den Face-Scan als PLY-Datensatz oder Blei-Datensatz. Die Ebenen exportieren Sie sich auch als Blei-Datensatz. Meistens schickt man sich das einfach per E-Mail zu. Dann gehen Sie in Ihr Dental System rein, akzeptieren den Communicate-Fall, denselben, den Sie in der App genutzt haben, starten den Fall
und können sich jetzt sowohl den Face-Scan als auch die Planes, die Ebenen mit dazuladen. Und die sind automatisch ineinander ausgerichtet und die Zähne vom Face-Scan sind auch automatisch entsprechend ausgeschnitten, sodass Sie jetzt wirklich im 3D-Face-Scan die korrekt platzierten Zähne dargestellt haben und hier sozusagen direkt im Patientenmund in das Design stattfinden lassen können. Ein sehr, sehr gutes Tool. Meines Erachtens ist es auch für die ästhetische Zahnheilkunde, bringt das Ganze nochmal wirklich eine Ebene nach oben. Was benötigen Sie, damit Sie das dann auch umsetzen können? Von Treeshape-Seite her brauchen Sie kein separates Add-on oder irgendwas. Sie brauchen nichts zusätzlich. Was allerdings ist, die Bellos 3D Dental Pro App, die können Sie, glaube ich, für 30 Tage kostenlos einmal durchtesten. Da können Sie diesen ganzen Workflow einmal durchspielen. Und im Anschluss kostet die App $40 im Monat. Klingt erstmal viel, knapp $500 oder 450 Euro im Jahr. Aber wenn man sich dagegen setzt, was so ein Face-Scanner kostet, dann sieht man schon, dass es sehr, sehr schnell sich amortisiert und dass die Kosten eigentlich sehr, sehr günstig gehalten sind. So, dann zum nächsten Thema. Wieder ein kleineres Thema. Individueller Löffel. Da war natürlich oftmals die Nachfrage, wie sieht es denn aus mit Gingiva-Stopper? Wie kann ich mir mehr Gingiva-Stopper mit einbauen? Ging bis dato nicht, ist jetzt integriert. Sie können sich da jetzt so viele Gingiva-Stopper mit einbauen, wie Sie gerade möchten. Model Builder. Auch ein größeres Update. Wurde komplett überarbeitet. Nochmal. Erstmal in der Anwendung nochmal einfacher gehalten, aber auch mehr Optionen mit eingebaut. Das heißt, Sie können jetzt, wenn Sie beispielsweise eine Implantatversorgung designt haben, Sie haben Ihr Abutment schon drauf designt, Sie haben auch schon die Krone drüber fertig designt, die Arbeit ist eigentlich direkt fertig, kommen dann in den Model Builder. Den ersten Schritt können wir immer überspringen, wenn wir das im Dental Design schon gemacht haben. Und haben jetzt die neue Funktion hier, die Seite, die Sie ja auch jetzt gerade sehen, dass wir jetzt die einzelnen Elemente miteinander automatisch morphen können. Beispielsweise, ich möchte kein extra Implantatmodell mit Modellanalogen fertigen. Ich möchte die Abutments als Teil vom Modell generieren. Dann müssen Sie hier einfach nur die Abutments einmal mit dem Modell mergen und dann werden die als ein Teil rausgelegt oder zusammengemerged, sodass Sie direkt Ihr Modell, dann Ihr gedrucktes Modell mit den Abutments dargestellt haben. So sparen Sie sich die Modellanaloge. Das Ganze kann man natürlich in allen Varianten ausbauen, auch wenn Sie zum Beispiel Digital Wax-Up Design stattfinden lassen haben, können Sie hier natürlich entsprechend Ihr komplettes vollanatomisches Design mit dem Modell zusammenmergen lassen. Hier auch nochmal in der einzelnen Darstellung, was auch ganz schön ist, wenn Sie mein Design komplett abgeschlossen haben. Beispielsweise, Sie haben ein Modell bereits fertig generiert, ganz klassisches Implantatmodell, und wollen aber jetzt zusätzlich das Implantatmodell nochmal mit dem kompletten vollanatomischen Design erstellen. Dann erstellen Sie von dem ersten komplett fertig generierten Design eine Standardkopie. Und jetzt ist es so, dass in der Standardkopie alle Daten auch beim Model Builder behalten werden. Und Sie gehen dann quasi nochmal in Model Builder rein, sagen dann einfach nur Merged Design with Model, kriegen dann ihr neues Situationsmodell und können das dann mit wenigen Klicks direkt weiter vorbereiten. Sollten Sie irgendwelche Arbeitsschritte wiederholen oder Sie sagen, ich brauche keine Stümpfe mehr anlegen, können Sie auch hier oben in der Arbeitsleiste entsprechend überflüssige Arbeitsschritte direkt überspringen, sodass hier auch die Verrechnungszeit entsprechend schneller geworden ist. Das Ganze hier natürlich in allen möglichen Varianten, auch wenn Sie sagen, dass Sie hier zum Beispiel das Design mit dem Modell mergen, können Sie immer auch die Gingiva automatisch anpassen, dass Ihre Präparationsgrenze entsprechend freigehalten wird, um hier die optimale Arbeitsgrundlage haben.
auch wie auf der rechten Seite dargestellt, wenn Sie ein digitales UX-Up stattfinden lassen haben, welches Sie noch nicht optimal an das Modell angepasst haben, wie hier dargestellt, können Sie das auch im Model Builder nochmal so anpassen, dass Sie dann die Zieldefinition haben, die Sie wirklich auch haben möchten im gedruckten Modell. Wenn Sie Fragen haben zu den einzelnen Themen, können Sie auch während des Vortrags schon Ihre Fragen stellen. Wir kommen ja am Ende des Webinars nochmal auf das Thema zurück dann. Letzter Punkt zum Thema Model Builder oder vorletzter Punkt. Jeder von Ihnen kennt das, glaube ich, speziell auch wenn mit Drittanbietern Interval-Scanner gearbeitet worden ist, dass Sie nur einen Scan zur Verfügung haben. Und zwar den Scan mit dem Scan-Body oder Scan-Flag. Da war es bis jetzt halt immer so, dass es relativ kompliziert war, den entsprechend abzuschneiden an der richtigen Stelle, sodass sie aber das Matching-Ergebnis mit dem Modell analog korrekt dargestellt haben. Das ist auch hier nochmal verbessert worden, sodass sie den kompletten Arbeitsablauf durchgehen können und am Schluss dann nochmal den Scan-Body rausseparieren können oder auch Zähne extrahieren können, wenn sie das möchten. Letzter Punkt, Punkt zum Thema Model Builder. Auch das Gingiva Design oder wenn Sie eine separate Gingiva Maske designen möchten, haben Sie auch hier nochmal mehr Flexibilität reinbekommen. Sprich, Sie können die Ebenen jetzt 360 Grad drehen. Sie haben da keine Limitationen mehr. Sie können sich auch entsprechend zusätzlich noch Ebenen dazusetzen. Da sind Sie einfach nochmal flexibler geworden. In der grundsätzlichen Anwendung hat sich nichts geändert. Es wird noch immer genauso angewandt, wie es bis jetzt halt auch ist. Es ist einfach noch mal flexibler geworden. So, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dental System 2020 supportet jetzt halt auch PLY-Scans oder Blight-Datensätze. Beispielsweise, wenn Sie Interal-Scan-Daten bekommen von einem Drittanbieter, welche die Farbscans als PLY-Daten exportiert, was die meisten Drittanbieter-Scanner machen, dann können Sie diese jetzt halt direkt importieren. Sie brauchen nicht zwangsläufig mehr SDL-Daten, sondern Sie können sich diese auch als Blei-Datensätze oder PLY-Datensätze zukommen lassen. Somit haben Sie natürlich auch die Farbinformation, welche mitgeneriert worden ist. Also, da gibt es keine Probleme mehr. Selber auch schon getestet, funktioniert wunderbar mit den großen Herstellern. Habe ich es auf jeden Fall durchgetestet. So, ein ganz neues Thema. Integration von Labormanagementsystemen. Es wird ja alles immer mehr digital und Sie kriegen immer mehr digitale Datensätze, auch von den Zahnärzten über den Interal-Scanner natürlich zugeschickt. Und diese ganzen Datensätze oder digitale Information wird weitestgehend immer mehr auch in Labormanagementsystemen integriert. Da haben wir jetzt eine Schnittstelle geschaffen, damit Sie über 3Shape Communicate auch die ganzen Daten direkt in Ihr Labormanagementsystem einbeziehen können, um hier keine Doppelverwaltung zu generieren. Sie sehen auf der linken Seite auch die ganzen Namen, die im ersten Schritt integriert sind. Davon wird, glaube ich, derzeit keins in Deutschland oder in der Schweiz verwendet. Liegt aber nicht an uns. Wir sind natürlich hier offen, jedes Labormanagementsystem zu integrieren. Wichtig ist nur immer, dass der Anbieter mit einer Cloud-Lösung entsprechend einverstanden ist. Wie gesagt, das Ganze läuft über unsere 3Shape Communicate Cloud. Wenn dem so ist, wenn Sie einen Hersteller bereits verwenden von dem Labormanagement-System, welches hier nicht aufgelistet ist, Sie möchten es dann aber gerne nutzen, dann gerne Ihren Hersteller einmal darauf ansprechen. Der kann Sie mit uns in Verbindung setzen und wir würden uns natürlich dann freuen, ihn mit aufzunehmen. So. Weiteres Thema, speziell auch mal, was die Materialvalidierung bekommt oder grundsätzlich die Grundeinstellungen. Wir haben die ganze Materialvalidierung überarbeitet, um hier den einen oder anderen Fehler rausgenommen, um hier eine bessere Unterstützung bezüglich der Fertigungsparameter
zu gewährleisten. Zusätzlich aber haben wir im Kontrollpanel ein komplett neues Feld hinzugefügt zur Systempflege, Systembereinigung. Wir erleben es natürlich im Alltag immer wieder, dass wir Beschwerden bekommen von dem einen oder anderen Kunden, dass das System sehr langsam geworden ist, dass alles sehr, sehr träge ist. Und sehr, sehr, sehr oft liegt es einfach an der mangelnden Systempflege. Das heißt, dass beispielsweise die Scans von den letzten 5 Jahren noch auf dem PC drauf sind und es natürlich eine riesen Datenmenge ist, keine Updates gemacht worden ist, die Materialliste im System ewig lang ist, wo auch sehr, sehr viele Materialien schon noch integriert sind, welche schon seit Jahren nicht mehr verwendet werden. All diese Themen führen natürlich dazu, dass das Gesamtsystem langsam wird und dass das Arbeiten nicht mehr allzu viel Spaß macht. Daher haben wir extra nochmal die Systemreinigung hinterlegt, um hier auch eine einfache Installation nochmal zu gewährleisten, um automatisch das System bereinigen lassen. Hier im Detail kann ich jetzt für heute nicht mehr drauf eingehen. Ich zeige Ihnen aber gleich noch im Anschluss ein Video, beziehungsweise wo Sie die Informationen finden. So, dann einmal komplett neues Thema, Arbeiten mit dem digitalen Zahnarzt. Ich denke, die meisten von Ihnen haben mittlerweile einen Kunden, der mit Interalscan-Daten oder Interalscanner hat und Ihnen auch digitale Daten liefert. Das Ganze zeigt sich auch in Umfragen beziehungsweise in Marktforschungen, dass gut, ja, jeder fünfte Scan oder jeder fünfte Patientenfall kommt mittlerweile digital. Mit einer stark steigenden Tendenz. Es wird sich jetzt sehr, sehr zeitnah abzeichnen, hier den kompletten Durchbruch zu haben. Jetzt haben wir aber ein entscheidendes Thema drin. Wir haben auf der zusätzlich zu der ganzen Digitalisierung auch noch eine riesen Materialvielfalt bekommen. Sprich, wir haben nur noch das einfache Zirkon, sondern Sie haben das High Translucent Zirkon vom Hersteller X. Der nächste hat das Billigzirkon vom Hersteller Y. Aber am Ende des Tages muss natürlich der Zahnarzt Ihnen mitteilen können, welches Material er verwenden möchte. Und Sie als Labor müssen natürlich auch sagen können, das sind die Materialien, die ich anbiete und mehr ist nicht. Deswegen wird es eine neue Funktion geben. Customized Trios Order Form nennt sich das Ganze auf Englisch, auf Deutsch individuelles Auftragsblatt. Und zwar stellt sich wie folgt dar. Sie haben ja in Ihrem Labor im Dental System haben Sie eine gewisse Materialvielfalt, die Sie auch Ihrem Kunden anbieten. Und dann nennt sich das Zirkon nicht Zirkon, sondern High Translucent XY Zirkon. Und vielleicht haben Sie auch noch ein Standard-Zirkon, welches einen anderen Namen hat. Bis jetzt ist es aber so, dass der Zahnarzt in seinem Trios nur sagen kann, ich möchte eine Zirkonkrone. All die Informationen, ob das hochtransluzentes Zirkon sein soll oder ein parkes oder günstiges Zirkon sein soll, kommen natürlich nicht mit. Und jetzt können Sie Folgendes machen. Jetzt können Sie mit diesem zusätzlichen, mit dieser individualisierten Trios-Order-Form, können Sie einmal eine eigene Materialliste für sich selber erstellen. Sprich, die Materialien, die Sie anbieten. Das Ganze stellen Sie einmal zusammen und geben das hoch an TriShape Communicate bzw. hinterlegen das bei Ihrem eigenen Account. Wenn sich dann der Zahnarzt mit Ihnen verknüpft, kann er diese Materialdatei von Ihnen runterladen und sich installieren. Das heißt, wenn er jetzt im Anschluss dann einen neuen Auftrag anlegt und das passende Material auswählen möchte, kriegt er nur noch die Materialien vorgeschlagen, die Sie auch verwenden. Und die haben dann auch entsprechend die Material-ID, die Sie bei sich im Dental System haben. So können Sie das Ganze hier nochmal mehr konkretisieren. Das Ganze kommt zwar oder soll im Rahmen von Dental System 2020 kommen, läuft aber auf einer komplett eigenständigen Plattform und ist noch nicht veröffentlicht.
Das Ganze wird voraussichtlich, ja, soll jetzt im Herbst rauskommen. Wir werden sicherlich da nochmal separate Webinare machen, um hier dann auch die Software im Detail zu erklären. Hier können Sie sich dann nochmal anschauen, wie das Ganze dann entsprechend in der Softwareoberfläche aussieht. Kommt automatisch mit Dental System 2020, ist kein separates Tool. So können Sie es hier entsprechend hinterlegen. So, einmal Communicate und dann entsprechend kann ein Behandler dann, sobald er einen Auftrag anlegt und Sie als Labor wählt, direkt auf das Labor zu oder auf das Material zugreifen, welches Sie auch wirklich anbieten. Okay. Soweit dazu. Kommen wir zum nächsten Thema. Full Denture, die digitale Prothese. Das ist natürlich ein wahnsinnig gehyptes Thema, insbesondere in den letzten 2 Jahren. Und das Ganze meiner Meinung nach auch zu Recht, weil sich verdammt viel getan hat im Bereich der Full Denture-Lösungen. Das Ganze sieht man natürlich auch in den Fertigungszahlen. Alles, was herausnehmbaren Zahnersatz betrifft, hat die letzten 1, 2 Jahre ein wahnsinniges Wachstum hingelegt. Wenn wir uns mal anschauen im Bereich Modellgüsse, sind im Jahre 2019 87% mehr Aufträge abgearbeitet worden als noch in 2018. Das Ganze findet natürlich auch bei individuellen Löffeln statt durch die Drucktechnologie, aber vor allem auch bei der Totalprothese. Da sehen wir 287% mehr Fälle generiert als 2018. Warum das so ist, ist eigentlich relativ leicht zu beantworten, weil die Fertigungsmöglichkeiten sich natürlich jetzt dann auch in allen Bereichen erstrecken. Ich kann sehr, sehr günstig fertigen, kann aber auch wahnsinnig hochqualitativ fertigen. Hier aber das Thema Zahnbibliotheken. Auch hier sind wieder neue Zahnbibliotheken dazugekommen von der Firma Vita, Vertex Dental, einfach die Bibliothek aktualisiert worden, als auch die Konfektionsszene von Dentsply Sirona sind hinzugekommen. Hier das Ganze mal eine komplette Übersicht, welche Zahnbibliothek wir Stand heute integriert haben. Und dann sehen Sie auch zeitlich dazu unterschiedliche Fertigungsmöglichkeiten. Ich gehe jetzt mal hier anhand ja, nehmen wir doch einfach der Ibukla-Szene durch. Das heißt, Sie haben hier ein Häkchen beim Reiter Prothesenbasis für die Konfektionsszene. Das heißt, wenn Sie nur die Prothesenbasis selber fertig möchten und die Prothesenszene dann quasi Ihre Standard-Konfektionsszene klar einkleben möchten, können Sie das direkt machen. Wenn Sie die Prothesen, Basis und Zähne in einem Block rausfräsen möchten, dann benötigen Sie hierbei ein Add-on-Modul von der Firma Evoclar. Genauso ist es, wenn die Zähne in Blöcken segmentiert sind. Sprich, wenn Sie drei Blöcke gestalten möchten und da die Zähne zusammenhängen möchten, brauchen Sie auch das Add-on-Modul von der Firma Evoclar. Einzelne Zähne, sprich eine Prothesenbasis und dann beispielsweise 14 einzelne Zähne generieren, können Sie mit dieser Bibliothek nicht. All das können Sie aber mit den Cannulor-Zähnen machen, außer wenn Sie die Zähne einzeln rausschleifen möchten. Das würde aber dann beispielsweise wieder die Vertex-Zähne gebieten. Sie sehen schon, je nachdem, für welchen Hersteller Sie sich entscheiden, an seinen Bibliotheken, müssen Sie gegebenenfalls den Hersteller kontaktieren oder Sie ein extriges Modul nur für die Zahnbibliothek kaufen. So, kommen wir aber zur eigentlichen Neuerung im Bereich Full Denture. Hier ist natürlich jeder, der schon mal ein Full Denture gesehen hat, Design gesehen hat im Pre-Shaped Dental System, weiß, dass es extremst einfach und extrem schnell anzufertigen ist. Das einzigste oder einer der wenigen Punkte, die auch ich immer mal wieder genannt bekommen habe, ist, kann man nicht irgendwie das Prothesenkörperdesign irgendwie in unterschiedlichen Designvorschlägen hinterlegen?
Und dann kommen wir auch schon zum Thema Gingivator 3.0. Jetzt ist es nämlich so hinterlegt. Das heißt, wir haben drei Grundeinstellungen vom Prothesenkörperdesign hinterlegt, wie Sie hier sehen. Zusätzlich können Sie jetzt natürlich mit den einzelnen Sliders arbeiten, wenn Sie sagen, ah, ich möchte die Papillen beispielsweise ein bisschen stärker gehalten haben, ich möchte die Übergänge ein bisschen smoother geregelt haben. All das können Sie auch nochmal individualisieren mit Schiebereglern, um schlussendlich nochmal einen Tick schneller zu werden im Prothesendesign. Dann ist es so, dass bis jetzt hat die Firma EvoClar, wie wir denn nochmal ein eigenes Full Denture Modul hatte. Mit diesem Full Denture EvoClar Full Denture Modul war es dann möglich, Bishop Loaded entsprechend zu hinterlegen, beziehungsweise den Knatometer zu verwenden, dann diesen UTS Cut, was nichts anderes ist als ein Gesichtsbogen. Zu dem Ganzen, als auch die Positionierungsguides, um die Zähne dann lagekorrekt zu verkleben, wenn man die Zähne einzeln ausgeschliffen hat und eine Konfektionszähne verwendet. Oder auch das grobe Vorberechnung der Prothese, um dann erst zu verkleben und danach ins Feintuning zu gehen. All diese Funktionen sind ab Dental System 2020 automatisch integriert. Sie brauchen dafür kein separates Add-on-Modul mehr. All das ist jetzt dann auch möglich für alle Kunden. Das Einzige, wie Sie es auch vorhin schon in der Liste gesehen haben, wenn Sie die EvoClar Zahnbibliothek verwenden möchten, die müssen Sie nach wie vor separat erwerben. So, oftmals ist es aber auch so, und da kommen wir auch zum Thema bestehenden Prothesen, dass man vielleicht eine Prothese nicht mehr unterfüttert, aber die bestehende Prothese völlig in Ordnung ist oder nur minimal zu korrigieren ist, dass wir die kopieren wollen. Und dafür haben wir schon in der 19.3 die Copy-Denture-Funktion mit eingebaut. Sehr, sehr gut angekommen, die Funktion, um sich hier eine Vorstellung kurz zu machen, was ist das Copy-Denture? Bei Copy Denture nehme ich eine beispielsweise frisch unterfütterte Prothese, scanne die im Laborscanner ein, einmal von Oklusal, einmal von Basal, sodass ich die Prothese 360 Grad abgefilmt habe. Habe dann eine Funktion drinnen, um die Zähne zu separieren vom Prothesenkörper, egal ob ich die Zähne jetzt in Blöcke extrahieren möchte oder als Brückenform, das können Sie sich komplett hier aussuchen und dann eventuell im Anschluss nochmal feine Korrekturen an den Zähnen vorzunehmen und dann direkt das Ganze als Datensatz zu generieren und direkt in die Fertigung zu geben. Da gab es in der 19.3 noch die ein oder andere Thematik, die noch nicht optimal gelaufen ist. Das ist natürlich korrigiert worden in der Dental System 2020. Des Weiteren ist es jetzt so, dass es jetzt halt noch im August, spätestens im September, auf der Trio-Seite ein Update geben wird, dass ich auch auf der Trio-Seite entscheiden kann, wenn ich einen zahnlosen Fall habe, möchte ich jetzt halt die Abformung direkt im Mund stattfinden lassen oder möchte ich mit dem Trios die Abformung einscannen, sprich den Erbringungsabdruck, oder möchte ich mit dem Trios die Prothese einmal abscannen, um quasi den Scan-Vorgang für die Copy-Denture-Funktion nicht im Labor stattfinden zu lassen, sondern direkt noch am Patientenstuhl. Um das Ganze stattfinden zu lassen, muss man natürlich hier wieder eine separate Copy-Denture-Funktion aktivieren. Gibt da dann mal eine Impressions, Digital Impression ein, sprich digitale Abformung. Und da haben wir diese Redefined Upper Jaw Scan, sprich die Scan-Korrektur mit eingebaut, die Sie auch schon vom Model Builder kennen, um hier kleine minimale Löchlein schließen zu können, um Artefakte schließen zu können. Das Ganze ermöglicht es uns, dass wir da dann nochmal schneller sind in der Umsetzung und vor allem auch
schöner die Splines automatisch setzen lassen können, um die Zähne vom Prothesenkörper zu separieren. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, hoppala. So, wieder. Thema Splint Studio 2020. Auch hier unser neues Splint Studio ist ja extrem gut angekommen in der Anwendung. Wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben, unbedingt einmal umsteigen, funktioniert hervorragend. Einer der wenigen Wünsche, die wir allerdings noch hatten, ist, dass der Kundenwunsch da war, entsprechend die Position zwischen Oberkiefer und Unterkiefer selber nochmal manipulieren zu können und den Patienten in eine gewisse Bisslage bringen zu können. Diese Funktion haben wir jetzt mit eingebaut, wie Sie auch hier in einem Koordinatenkreuz sehen können. Sprich, Sie können jetzt den Oberkiefer, Unterkiefer beliebig zueinander verschieben, um hier die optimale Ausrichtung für den jeweiligen individuellen Fall generieren zu können. Zusätzlich ist es natürlich so, wenn Sie mal so 20 Schienen im Drucker haben und die dann entsprechend umsetzen möchten, dann ist es natürlich schwierig, die einfach so auseinanderzuhalten. Daher haben Sie jetzt im Splint Studio auch nochmal zusätzliche Funktionen mit eingebaut, dass Sie die Schienen benennen können, um hier dann auch entsprechend schneller die Schienen dem jeweiligen Patienten zuordnen zu können. Ja, dann bin ich eigentlich auch schon durch mit den großen Themen, die im Dental System 2020 integriert worden sind. Ich denke, ein sehr, sehr schönes Update. Natürlich habe ich jetzt nur die großen Themen genannt gehabt, wie die Favoritenliste bei den Materialien, den Bleidatensatz-Support. Das ist auch die Anbindung an das Labormanagementsystem. All die großen Themen. Hier und da gibt es natürlich viele Kleinigkeiten, die auch nochmal optimiert worden sind. Hier und da ist ja auch in der 19er Software noch der ein oder andere suboptimale Zustand drin gewesen, sprich ein kleiner Bug oder so, die wurden dann auch korrigiert. Das ist hier auch nochmal dargestellt, die Favoritenfunktion. PLY und Scan-Import, ich denke, für sehr viele von Ihnen eine sehr, sehr wichtige Funktion, speziell wenn Sie auch Drittanbieter-Scans bekommen, um diese dann auch im Dental System farblich dargestellt zu haben. Dann sehen Sie es genauso. Haben wir auch nochmal die perfekte Arbeitsgrundlage. Die Implantatbrücke, besagte, auch hier das Gegenüberdesign findet automatisch statt. Sie müssen nicht mehr alles händisch aufbauen. Sie sehen auch schon, dass Sie hier immer einen leichten Sulkus mit dargestellt haben, als auch die Präparationsgrenze optimal dazu abgestimmt ist, um das Ganze auch möglichst schnell durchdesignen zu können. Thema Modelbilder hatten wir, die Kombination der einzelnen Elemente, beliebig, wie Sie es brauchen. Ich denke, auch eine sehr, sehr schöne Funktion, um hier das maximal rauszuholen. Mir fällt ehrlich gesagt nichts mehr ein, was im Dentless Model Builder jetzt hat noch fehlen würde. Es ist wirklich alles da in Funktion und das Ganze ist sehr, sehr leicht umgesetzt. Full Denture Gingivator 3.0 auch nochmal eine Darstellung und denke auch nochmal ein Beschleunigungsfaktor oder ein Faktor, der das ganze Designprozess nochmal beschleunigt, nochmal schneller, nochmal effektiver gestalten lässt oder werden lässt. So viel dazu. Dann bedanke ich mich recht herzlich von meiner Seite her. Wenn Sie jetzt sehen wollen, wie funktioniert denn genau der neue Model Builder oder die Implantatbrücke, dann schauen Sie doch einfach einmal auf YouTube, auf unserem Channel, entweder 3Shape oder den zweiten Channel 3Shape Academy.
Da fehlen Sie zu den ganzen großen Highlights, die ich Ihnen heute gezeigt habe, auch schon passenden Videos, mit Trainingsvideos, um hier die Anwendung von A bis Z durchgehen zu können. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank und ich würde einmal an die Patricia übergeben. Genau, super. Danke vielmals auch von Seite Dental Access für die Teilnahme vom Webinar und natürlich auch an dich, Andreas, für die Ausführungen zum neuen Update. Ich würde gerade alle Links noch in den Chat hineinschicken, falls Sie uns jetzt beim Newsletter noch nicht folgen oder bei unseren Social Media Kanälen, dass Sie uns dort vielleicht noch folgen könnten. Wir haben immer wieder neue Webinars, neue Promotions, einfach News rund um die digitale Zahnmedizin. Die Links schicke ich jetzt da gerade in den Chat. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, dürfen Sie da auch noch in der Fragenfunktion schreiben, dann würde Andreas sich noch gerne Zeit nehmen, um da alles zu beantworten. Wir haben übrigens Update oder Installer zum Tree-Shaped Dental System im Newsletter vom Juni geschickt. Aber auch da werde ich den Link zum Installer noch in den Chat schicken. Falls Sie das Update jetzt noch nicht gemacht haben, können Sie es da runterladen. Wenn Sie Hilfe brauchen, stehen wir von der Seite Dental Access natürlich jederzeit zur Verfügung oder eben auch per E-Mail info.switzerland@dentalaccess.com. Jederzeit einfach schnell ein E-Mail machen oder anrufen. Dann lassen wir das Webinar noch ein paar Minuten offen für Fragen, würde ich sagen. Und dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Teilnahme. Von mir auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.